Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße die Vertreter der Presse, unseren Trainer Tobias Kramer. Endlich ist die fußballfreie Zeit vorbei. Ich glaube, die Jungs haben kräftig trainiert und damit sind wir auch schon bei der Pressekonferenz nach der Vorbereitung und vor dem Spiel in Homburg. Erst vielleicht die Einschätzung des Trainers und dann wie immer die Fragen der Presse. Ja, wir fahren nach Homburg, glaube ich, mit einem guten Gefühl, weil wir eine sehr gute Vorbereitung absolviert haben. Sicherlich mit den ein oder anderen Aspekten, die uns noch nicht so gut gefallen haben, die wir aber versuchen jetzt innerhalb der nächsten Wochen auch wegzutrainieren. Der Kader ist momentan vollständig, außer Steffen Kiele, der noch das Go vom Arzt braucht, um die sportmedizinische Untersuchung zu machen. Ansonsten frohen Mutes Richtung Homburg, aber natürlich auch mit dem Wissen, dass, das habe ich ja auch im Vorfeld gesagt, dass Homburg einer der Aufstiegsfavoriten dieser Klasse ist und deswegen jetzt sicherlich ein sehr schwieriges Unterfangen, da etwas mitzunehmen. Aber ich bin guter Dinge, oder wir sind guter Dinge, weil wir auch letzte Saison in Homburg eine gute Leistung hatten. Der Kader ist vollzählig, heißt es denn auch alle so weit, dass sie 100% einsatzfähig sind oder gab es irgendwas, was vielleicht ein bisschen zurückgeworfen hat? Ja, beim Loris Portella war es ja letzte Woche so, dass er leichte Erkältungssymptome hatte. Dann kam die Innenbandverletzung vom Kollege Kraus noch dazu. Deswegen sind die jetzt sicherlich noch ein bisschen hinten dran, was die 100% angeht. Aber die haben diese Woche auch alle beide mittrainieren können, deswegen passt das schon. Wissen die Spieler, die zu Hause bleiben, wissen schon Bescheid? Nein. Das heißt, dann sagen sie es uns jetzt auch vermutlich nicht? Nein. Also ich sage es Ihnen nicht. sind die beiden Parteien auch raus, zumindest so weit, dass sie ein Thema von Karl sind? Ja, definitiv. Absolut. Es geht jetzt darum, nochmal die ganze Situation zu analysieren im Trainerteam. Was macht mehr Sinn? Welche Personalie macht mehr Sinn? Deswegen ist das wie letztes Jahr auch. Auch da schlafe ich jetzt nochmal eine Nacht drüber, um beim Ritual zu bleiben. Jetzt haben Sie diese negativen Aspekte vorher angesprochen, die noch nicht so gefallen haben. Können Sie dazu was zu sagen, wo es noch hapert, wo es noch fehlt? Ja, das haben wir eben auch nochmal im Training thematisiert, dass wir uns teilweise zu sehr in diesem Spiel klein-klein in geschlossenen Räumen bewegen und nicht frühzeitig den Raum öffnen bzw. durch den Pass eben diese geschlossenen Räume verlassen. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund im Pokalspiel. Da haben wir uns das Leben dann teilweise selber beschwer gemacht, weil wir eben in den kleinen Räumen ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Tiki-Taka spielen wollten. Mittlerweile ist es aber so, dass jeder Gegner natürlich auch Pressingräume gut zulaufen kann und Pressingräume dann auch so bearbeitet, dass sie dann den Ball gewinnen. Das machen mittlerweile alle Mannschaften sehr gut gegen den Ball und deswegen müssen wir da auch den Schwerpunkt nochmal drauf legen, dass wir innerhalb dieser geschlossenen Räume schneller in die offenen Räume kommen, weil das ist so momentan dieses Thema, was wir gerne auch bearbeiten wollen, dass wir schon auch locken möchten, aber dass wir es teilweise verpassen oder den Moment verpassen, dann wirklich auch groß zu spielen. Jetzt wird Steffen Kiele sicherlich erstmal noch ausfallen. Offensiv sieht man sich dennoch gut aufgestellt. Stichwort Tore machen, wer soll sie denn machen? Ja, der beste Torschütze der Vorbereitung ist Paolo Maiella mit Stefan Wächter zusammen, komischerweise. Stefan hat, glaube ich, in dieser Vorbereitung mehr Tore erzielt als in der ganzen letzten Saison. Und Vorbereitung 22, 23 zusammen. Ich denke, dass wir da auch einen Schritt weiter sind, dass auch mal aus der Entfernung Abschlüsse gesucht werden. Paolo macht es immer sehr, sehr gut, was seine Laufwege angeht. Ist dann manchmal noch ein bisschen zu gehastet, was dann einen klaren Torabschluss angeht. Und beim Ibra sehen wir auch sehr großes Potenzial, dass er Tore schießen kann. Aber bei ihm muss man natürlich jetzt auch erstmal schauen, wie,
wie kriegt er den Schritt von der Oberliga in die Regionalliga hin? Weil das ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer. Aber da sind wir guter Dinge und wir haben ja auch mit David Preu auch einen sehr, sehr guten Dribbler. Und Benji Kinsfahrt ist auch gut drauf, sodass wir da schon auf dieses Thema Tore schießen auch schon auf mehrere Schultern verteilen können. Ist Levin Kultur einen Schritt weiter? Hast du gesagt, ist es so? Momentan ja, sage ich ganz deutlich. Fehlt noch ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit, fehlt noch so ein bisschen diese Intuition, richtige Entscheidungen zu treffen bei ihm, aber er hat schon auch gezeigt, dass er Bälle gut festmachen kann, dass er als Stoßstürmer eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Levin wird immer ein Thema sein, definitiv. Jetzt haben Sie die Homeburger selbst auch gesagt, dass sie zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Was macht die Homeburger denn so stark? Ist es nur die individuelle Klasse oder ist es mehr? Ja, also natürlich kommt erstmal eine individuelle Klasse auf uns zu, auf jeder Position. Dann haben sie aber natürlich auch aufgrund ihrer Erfahrungswerte eine Mannschaft, die im Verbund sehr, sehr gut arbeitet, gerade gegen den Ball. Und deswegen ist das momentan, sage ich, Top 3 dieser Klasse. Stichwort falsche Entscheidungen war ja auch das Thema in Donsdorf wieder, dass man so ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat, um dann letztendlich vielleicht mehr Torgefahr zu entwickeln. Gegen Homburg wird es wahrscheinlich nochmal die 50-50 Entscheidung falsch trifft, wahrscheinlich rappeln. Den sehe ich. Das sehe ich ganz genauso, deswegen haben wir das auch nochmal thematisiert. Es geht ja immer darum, dass wir als Trainer bestimmte Dinge mit auf den Weg geben können. Das ist nun mal so. Entscheidend ist aber dann der Spieler auf dem Platz selber, weil da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Wir können nur Tipps geben, wir können nur Situationen im Training schaffen, wo sie eben auch diese Intuition erlernen und spüren, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben das Thema, denn da wird es darauf ankommen, dass wir mehr richtige Entscheidungen treffen als falsche, jeder individuell. Und haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn ein Spieler 80% richtige und 20% falsche Entscheidungen trifft, dann ist er auf einem guten Weg, definitiv. Stichwort Saisonziel, da war es ja in der Vorbereitung noch so, da hat man noch nicht so viel gehört, außer jetzt von offizieller Seite, da heißt es ja diesen einstelligen Tabellenplatz. Wie sieht es der Trainer selbst? Ich werde es nicht so offensiv äußern, weil ich einfach diese Klasse kenne. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, waren sicherlich Mannschaften dabei, die überrascht haben, was die Tabellenplatzierung angeht. Sei es letztes Jahr die TSG Barling, die eine hervorragende Saison gespielt haben, Barling SC auch immer wieder oben mal mit reingestoßen, weil sie eine gute Serie hingelegt haben. Auf der anderen Seite waren es zum Beispiel Vereine wie der KSV Kassel, die andere Ambitionen hatten, die plötzlich unten im Abstiegskampf waren. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, am Anfang der Saison Ziel zu äußern, was Platzierung angeht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Sicherlich möchte ich gerne auch auf dem einstelligen Tabellenplatz dann landen. Aber wir sollten erstmal daran arbeiten, uns so zu stabilisieren in dieser Liga, dass wir auch mal ein bisschen stressfreier diese Saison spielen können. Weil wir haben ja letzte Saison auch ab November wirklich enormen Stress gehabt und das zerrt. Und deswegen sind wir allen frohen Mutes. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft, wir haben auch ein positives Gefühl. Aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen und sollten erstmal arbeiten und dann gucken, was hinten rauskommt. Außenverteidigerpositionen sind rechts hinten zwei junge momentan, die etatmäßig sind. Ist Düringer ein Kandidat, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen Erfahrung reinbringen oder ist der gar nicht für den vorgesehen? Jascha ist, und das war unser Ziel, als wir ihn verpflichtet haben, ein unglaublich flexibler Spieler, der alles im Sinne der Mannschaft tun wird, egal auf welcher Position wir ihn aufstellen. Und sicherlich ist das auch eine Überlegung wert. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen, denn der Jascha hat schon ein paar Regionalligaspieler am Deckel, die man ihm nicht abstreiten kann. Das ist nun mal so und da er sehr flexibel einsetzbar ist, kann das auch ein taktisches Mittel sein. Die
Tatsache, dass es nach Homburg geht zum Auftakt, da ist ja auch ein Stadion, das ist ein Traditionsverein. Macht es das einfacher oder ist es gleich mal dieser große FC Homburg, der dann wartet? Nee, das macht es einfach. Wir sind der Underdog, ganz klar, weil Homburg selber ja auch einen gewissen Status quo für sich selber beansprucht. Und deswegen, wie eben schon gesagt, so ein Stadion macht Spaß. Es ist ein Stadion mit Tradition. Und dementsprechend gehen wir sehr motiviert in dieses Spiel, weil auch die Atmosphäre gut sein wird. Ich denke, dass auch die Erwartungshaltung des Umfeldes natürlich auch sehr hoch ist, wie jedes Jahr. Und deswegen glaube ich schon, dass auch da ein paar Zuschauer im Stadion sein werden. Haben Sie Erinnerungen oder Erfahrungen mit dem Stadion Hamburg? Ja, das sage ich nicht. Weil ich in Hamburg noch nie was mitgenommen habe. Und ich bin schon, glaube ich, jetzt sechsmal auf jeden Fall schon da. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, vielen Dank an die Teilnehmer. Viel Erfolg in der Mannschaft Hamburg. Und wir sehen uns spätestens nächsten Freitag hier zu Hause. Dankeschön. Tschüss, Ken.